Hallöchen, so, Bluttest, endlich. Gab ein paar Komplikationen wegen Umzug und sowas. Haben sie es leider an die falsche Adresse geschickt, aber der Support bei Bluttest ist mega. Deswegen ging das jetzt relativ schnell. Verspätet, aber besser schlecht als nie. Das war gerade mein Handy, das wird der Laser sein, denke ich mal. Ist ja auch egal. Schnacken nicht lange, wir machen das Ganze einfach mal auf. Meine Frau ist heute auch mal wieder dabei, neben dran. Hallöchen. So, hoch. Das war's da schon. Tada! Notebook, wie immer zum Schluss. Oh Gott, Raubtierbrause, ja, die war ja schon mal dabei. Ich bin ja mal ehrlich, also hat wirklich zum Kotzen geschmeckt. Also, wem das schmeckt, also. Traurige Welt. Also ohne Scheiß, also ich finde das richtig widerlich. Und ich trinke viel Energy Drinks, meine Frau ebenfalls, aber das war echt eklig. Ich muss zugeben, ich habe mich leider ein bisschen selbst gespoilert. Ich habe schon Unboxing geschaut. Ja. Aber naja. Wir fangen erstmal an mit einer Batman-Badeente. Finde ich irgendwie mega cool. Ich weiß auch nicht, es war totaler Schnulli. Aber es ist irgendwie cool. Und da haben wir sie. Sieht aber Erinnert gleich mich ein aus. bisschen an Darkwing Duck, wem das noch was sagt. Ah, hier haben wir sogar was dabei. Raubtierbrause Energy Drink Cola. Na, den kosten wir jetzt mal live. Damals habe ich ja nicht live gekostet. Riecht irgendwie nach Energy. Schmeckt ein bisschen wie dieses Wassereis. Schmeckt gut. Dieses Cola-Wassereis, falls ihr das kennt, diese langen Streifen. So ein bisschen schmeckt das. Hey, wenn es schmeckt wie Energy. Ja, so Energy-Mischmasch. Irgendwie. Ein T-Shirt. Endlich mal eine andere Farbe. Diesmal ist es grau und angelehnt an Jurassic Park Raptor Trainer. Ich könnte das überhaupt richtig erkennen. Ist halt ein bisschen schwierig hier. Ach so rum, so ist besser. Wie immer der gewohnte Druck halt. Also, wie habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt, dass die Qualität von den T-Shirts echt gut ist. Das ist übrigens meine Jubiläumsbox, das ist die 12. Das heißt, ich bin jetzt ein Jahr Loot Chest Abonnent. Ja. Haben wir mal einen neuen Sticker von Loot Chest mit dem neuen Design. Der wird dann hier irgendwo drauf kommen. Das finde ich irgendwie mega cool. Da gab's ja, war ja schon mal dabei. Diese Postkarte, die habe ich jetzt leider gerade nicht hier, sonst hätte ich die mal gezeigt. Und jetzt haben wir hier so einen Zombie. Was eigentlich auch zum Thema, ich dachte ja eigentlich, dass es wieder eine schöne Halloween-Box gibt, wie letztes Jahr, aber leider nicht. Hier haben wir jetzt auch noch was Cooles. Und zwar ist das ein Schal. Vom Portal 2, man sieht schon. Cool gemacht. Portal 2. Und hier muss man das Ding herausfinden. Sonst piekst das immer so. Den werde ich jetzt hier leider nicht zeigen können. Ich glaube, hier ist auf jeden Fall das Firmenlogo. Und dann steht hier Aperture Laboratory. Scheiße. Ja, ist gerade hier echt schlecht. Ich lasse mir mal für die nächsten Loot Chests noch was anderes einfallen. Das ist echt kacke hier. Und auf der anderen Seite ist es halt, hier ist es halt grau-schwarz und hier ist es oder weiß. Und hier ist es halt weiß-schwarz. Qualität ist echt gut. Fühlt sich gut an. Schön weich. Tragen werde ich sowas nicht. Ich bin auch, obwohl ich Fußballfan bin, habe ich nie einen Schal von meinem Lieblingsverein getragen oder so. Ich bin da irgendwie nicht so der Freund von. Hier haben wir jetzt einen Comic. Scheint eine Erstausgabe zu sein. Mit Comics kann ich persönlich
nichts anfangen. Wirklich absolut nichts. Ich habe in meinem Leben noch nie einen Comic gelesen. Ich glaube einmal was von Bart Simpson, aber sonst nie wirklich. Aber ich denke, da habe ich schon jemanden, der sich darüber vielleicht freut. Jo. Was haben wir noch? Wir haben noch einen Kunstdruck von Doctor Who. Ja, schön gedruckt, ordentlich stabil. Kann ich aber leider nichts mit anfangen, weil ich habe Doctor Who leider nie gesehen. Ja, aber macht einen guten Schuh. Und das war's. Und ich habe noch vergessen, die Box hat jetzt mal wieder ein neues Design. Hier sind überall so Zeichnungen drauf. Hier steht Geek auf der Seite, Nerd auf der Seite, Gamer auf der anderen Seite. Oben habt ihr es ja schon gesehen. Da sieht das Ganze so aus. Ja. Was sagt man noch zum Schluss? Eigentlich nicht viel. Wir gucken mal noch schnell in das Buch. Ja, die App gibt es jetzt mittlerweile. Oktober. So. Hier sind mal wieder Interviews drin und so ein Krams, Werbung. Und hier kommen wir jetzt zu den eigentlichen Produkten. Hier haben wir den Schal. Das Shirt. Der Kunstdruck. Comic-Erstausgabe. Ja, wenn man sammeln möchte, ist es vielleicht nicht schlecht. Der Sticker. Die Brause und das Plus war diese Ente. Ihr habt da wieder einen Rabattcode, wenn ihr den braucht. Mal wieder Rocket Beans, wie immer. Hier ist schon wieder dein gratis Minecraft-Server. Ja, für die Leute, die noch Minecraft spielen. So. Soweit, so gut. Wie gesagt, besser spät als nie. Ich würde sagen, wir verabschieden uns und bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Ciao. Noch nicht wirklich viel, aber später vielleicht. Und ich wollte jetzt euch mal so ein bisschen aufklären, warum denn jetzt so wenig Videos kommen, kamen und kommen werden vielleicht.